Also, wenn du eine Eigenart an dir ändern könntest, was wäre das? Ich muss ja zugeben, Da ist was, ne? da ist was, dass ich oft, oder sagen wir manchmal, oft, Mittel? mittel manchmal, ein bisschen dickköpfig bin und wenn ich einen Plan habe oder mich auf was freue und es läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kann ich schon mal ein bisschen scheiße werden. Bisschen. Wir hatten nämlich letzte Woche gerade so die Situation, dass. Letzte Woche. Die Sarah. Wir wollen auf ein Oktoberfest. Sarah würde gerne, wollte gerne samstags gehen. Alle anderen, auch ich, wollten gerne freitags Also gehen. Sarahs Plan. Plan hing am seidenen Faden. Also, wir machen jetzt eins. Du bist ich und ich bin du. Und du sagst mir jetzt, Wir dass stellen das. die Situation nochmal nach Ja, von letzter Woche, oder? genau. Okay. Und du sagst mir jetzt, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das in den Kopf gesetzt Ja, habe. ich würde Okay. gerne. Samstag fahren zum Oktoberfest. Ja, Freitag ist aber besser. Ja, aber ich würde gern Samstag fahren. Ja, aber Freitag ist viel besser, weil das alles von der Arbeit und alles besser passt und wir dann auch ausgeruhter sind. Ja. Was machst du jetzt? Ich fahre jetzt heim. Wie, du fährst heim? Kannst du noch mal was dazu sagen? Nö, da gibt's nichts mehr zu sagen. Ich verstehe das alles sowieso nicht. War ich so scheiße? Ja, ich will samstags fahren. Nicht zu fahren. Welches Lied könntest du auf einer 10-stündigen Autofahrt durchgängig hören, ohne Ohne Unterbrechung, Unterbrechung. nur dieses Lied? Welches könntest du da hören, ohne dass es dir irgendwie langweilig Da gibt es nur ein einziges. Und das ist Uptown Funk. Aber bei mir wäre es auf jeden Fall Brennerlos von Hubert von Geusern. Und das läuft jetzt. Wo sind die Hände? Hier sind die Hände. Jeder Wurst aus des Goldenen auf der Wiesen wuchs und essen kann man Sahne, aber Brenner das gut. Aber Hotzen, Daumen, Wurzen und die Ruhe, Mohnen, Kugelrutz und wenn man lang so weiter Hotzen brennt da Hurt. Ja, was ist deine Lieblingsserie? Meine Lieblingsserie für immer und ewig, Breaking Bad. Was ein Zufall, ich hab sie gerade hier. Ach was, Staffel ja. 1, Staffel 2. Sag mal, Sarah, an welchen Ort Hallo. Ja? Könntest du bitte etwas mehr Aufmerksamkeit Ja. schenken? An welchen Ort der Welt würdest du gerne mal reisen, wo du noch nicht warst? Also, ich habe ja so eine Liste. Du hast eine Liste. Mit Orten, wo ich hin will. Und da steht jetzt auf 1 Innsbruck. In Österreich. Warum? Ja, weil das schön ist. Mein Tiroler Land, ich halte meinem Tiroler Land die Treue. Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land. Also, wenn du dir einen Traum anbacken könntest und als Zutaten hast du verschiedene Persönlichkeiten, berühmte, bekannte Persönlichkeiten. Aus welchen Persönlichkeiten würdest du dir deinen Traum anbacken? Steve Carell, Mhm. Liam Neeson und noch jemand, den ich aber nicht nennen möchte. Und den ich weiß. Würdest du das nennen? Ja. Ja? Ja. Ich bin dazu nicht bereit.
Aber wir können zwar nicht backen, aber wir könnten ja mal morphen. Auf der Internet, da gibt es eine Internetseite im Internet. da kann man morphen. Da kann man irgendwie seine... Aus verschiedenen Leuten eine Person morphen. Machen. Das ist ganz cool. Wir morphen jetzt einfach mal. Was sind denn deine drei? Meine drei? Oder deine Favorites? Meine Favorites? Auf jeden Fall Bruno Mars. Samu Haber von Sunrise Avenue. Und Channing Tatum. Wir morphen jetzt Sarahs Traummann. Das sind drei Stück. Einmal Liam Neeson. Stimmt? Mhm. Hast du? Nee, geil. Der ist geil. Dann als zweites Steve Carell. Der ist noch geiler. Noch geiler. Und dann... Das war's. Dann kommt Jogi Löw. Ist das auch ein bisschen peinlich? So, jetzt haben wir alle drei. Willst du morphen drücken? Ich morphe. Bitteschön! Das ist das Traummann! Chaos entstehen! Okay, ich morphe jetzt dahin, weil ich weiß deine drei. Okay, dazu muss ganz klar. Wir fangen mit Bruno Mars an. Nehmen dazu Channing Tatum. Ein bisschen Channing Tatum. Und dann der sowas von aus der Reihe springt, aus deinem Typ vom Mann. Samu Haber. Ich finde die geil. Und wir morgen. Naja, es geht. Oh. Ein bisschen Milchbubi-mäßig, aber es geht. Wann musstest du das letzte Mal so richtig lachen? Wann ich das letzte Mal richtig lachen muss, das einfach. Wir waren in Flachau im Urlaub. Waren wir? Da waren wir. Geil. Da gibt es auch ein Video. Teil 1 und Teil 2. Wir waren in Radstadt in der Nähe von Flachau. Und da lag ich sogar vor Lachen auf dem Parkplatz, in der Öffentlichkeit. Richtig. Auf dem Parkplatz, auf dem Boden. Weil sie so gelacht hat. Weil ich so gelacht habe. Über mich. Ich kann es euch mal zeigen. Und Action. Und der Benni hat sich eine Barbie gekauft. Zeig mal deine Barbie. Zeig mal deine Barbie. Oh, die süß. Barbie. Habt ihr sie gesehen? Ja. Jetzt laufen wir zurück, fahren nach Altenmarkt. Bisschen shoppen. Ne? Auch ob es da ein NKD gibt. Weil der Benni braucht noch einen Ken. Stell dir vor, es brennt. Hier. Es brennt hier. Mhm. Und du musst ganz schnell raus. Du hast zwei Hände. Was trägst du mit raus? Was rettest du? 1, 2, 3. Es brennt! Es brennt! Warte! Okay. Ich nehme... Was ist das für eine Kiste? Erinnerungskiste. Wie in Breaking Bad? Wo ist der? Andreas Gabalier. Egal. Das Feuer kommt näher. Nein, das kommt nicht. Warte. Nee. Toto? Okay. Ach, scheiße. Oh, Sarah, Kasan ist schon weggebrannt. Nein, sie noch gar nicht. Warte, ich nehm Andreas Gabalier Ticket für Oktober. Oder brennt's vor? Brennt's nach Oktober? Es brennt vor Oktober. Ich nehm noch die Decke. Die Decke ist eine Erinnerungsdecke. Dann mein Laptop. Warte, okay, was ist Handy ist weg. Handy ist schon verbrannt. Handy muss. Die Festplatte. Das ist das Wichtigste eigentlich. Okay. Oh Gott. Oh, Sarah, es war's nicht mehr viel Zeit. Oh, die Kamera vielleicht. Kam. Sarah, es brennt! Ja, es kann noch rein. Scheiße! Ja, aber es brennt doch auch noch! Okay, die Ukulele? Ich nehme die Ukulele ist schon verbrannt. Die Ukulele ist schon nicht verbrannt. Mein Flachau-Schnaps. Den kriegt man ja hier nicht so einfach. Ja, und draußen ist es bestimmt auch kalt, da brauchst du was zum Warm halten. Okay, die Kasse kriegst du ja schnell rein. Huch, wo filme ich denn hin? Scheiße, die Kamera muss hier bleiben. Okay, Frage. Ja? Was für einen Tick hast du? Einen Tick? Ja. Ich habe keinen Tick. Du hast einen Tick. Was habe ich denn für Tick? Überleg mal. Ich weiß, dass du einen Tick hast. Ich habe keinen Tick. Doch. Immer wenn wir gehen,
Habt ihr den Herd angelassen? Oh, ist da noch irgendwo Licht an? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss aber die Klospülung betätigen. Gleich so Spaß. Als ob das so übertrieben ist. Gar nicht. Hab ich runtergespült? Ja. Das stimmt gar nicht. Ich gucke immer nur, ob alles aus ist. Ja, und das Treiber. Nein. Nein. Aber was? Es ist halt wichtig. Damit es meine Bude nicht abbrennt und ich hier Sachen retten muss. Also, dein Tick. Ja, was? Vorm Schlafen gehen guckst du unter das Bett, ob da der böse Mann liegt. Der böse Mann, der ist Jenny, immer da. Jenny, gute Nacht. Ja, gute Nacht, Moment. Also dann lieber gucken, damit es nicht brennt. Das ist jedem drin. Schon mal passiert, dass da der böse Mann war. Stimmt. Und ich muss immer auf dem Bett sein, bevor ich da drunter gucke, weil sonst kann er mir diese Füße abhebeln. Säbeln.